Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Yenn tatsächlich ganz nahe war, in Vysima. Ja, hier wieder mein Koali und bei The Witcher 3 Wild Hunt. So, ich habe ja gesagt, ich mache so ein paar Sachen offline. Das heißt, ich bin auch hier zu diesem Schatz im See rüber geschwommen und habe den da mal geborgen. Das ist ja nicht so sonderlich viel. Bin auch nur mit Mühe und Not den Ertrunkenen entkommen. An der Oberfläche des Wassers kann man in der Tat schneller schwimmen als die. Also, falls ihr auch mal in die Bredouille kommt, schnell an die Oberfläche und wegschwimmen. Das funktioniert. So, aber wir wollten ja andere Fragezeichen erkunden. Hier haben wir nämlich schon die nächsten. Also, auf, erkunden wir. Kommen wir hier hoch? Ah, schön. Der Kletter-Geralt. So, was kann... da sind Gegnerz. So, Schild. Nicht, dass wir die gegen die Wölfe... gut, ich dachte schon, dass wir die gegen die Wölfe brauchen, aber... Na, da kommt noch ein Wolf. Schön die Verteidigungshaltung hier. Schön pariert. Sehr gut. Es gibt alles Erfahrungspunkte und die sind wichtig. So, da ist noch ein Wolf, glaube ich. Da ist der Varg. Ah, der ist schon ausgewichen. Hilft ihm aber alles nichts. So, liegt noch wer rum. Okay, der hat aber nichts mehr bei sich. Bin mal gespannt. Da waren ja zwei Fragezeichen nebeneinander. Okay, da sind Ghule, oder? Das Medaillon vibriert. Jo, Ghule. Das muss einfach der Nacht sein. Ex-Viecher. Ein bisschen Feuer. Wahrscheinlich ist das Ding tot, bevor ich hier Feuer machen kann. So. Ghule. Das scheint ein Ghul-Nest zu sein. Ich weiß gar nicht, können wir schon mal eins platt gemacht? Dafür braucht man nämlich Zeug. Tränke. Salpeter brauchen wir dafür. Ja. Ein Ghul-Nest. Ich muss es zerstören. Ja, kann ich jetzt leider gerade nicht. Fehlt was. Mir fehlt Zeug. Aber erstmal einen Fertigkeitspunkt enthalten. Wir haben ja auch drei Stück jetzt hier. Das, die könnten wir eigentlich mal investieren. Und zwar würde ich gerne unsere... Aber wir können auch gar keine extra Slots belegen. Deswegen... Hauen wir mal zwei hier rein. Den einen sparen wir uns dann nochmal auf, wenn wir die richtig die Stufe aufsteigen. So. Machen wir auf die Weltkarte. Also hier müssen wir nochmal auf jeden Fall nochmal hin, um das Monsternest zu zerstören. Hier waren wir schon. Und wir suchen dann mal hier. Hier weiter. Dahin. Ja, jetzt kommen natürlich Ghule hier aus dem Nest heraus. Kann man eigentlich, könnte man schöne Erfahrungspunkte farmen eigentlich. Na, komm schon. Na? Hilft mir aber alles nichts. Ich brauche dieses Salpeter, um die Bombe zu zerstören. So, Plätze, komm mal her. Wir wollen noch ein paar andere Fragezeichen. Los, lauf! Ich kann übrigens auch vom Pferd aus kämpfen, aber das ist ein bisschen unpraktisch. Fand ich jetzt zumindest immer. So!
Noch 60. Da haben wir es doch. Da ist wieder ein versteckter Schatz. Das ist sehr gut. Und dann der versteckte Geralt. Hier mal die Gedankenbeeinflussung. Oh, wieder benutzen. Ah, die Wölfe. So, den Wagen nochmal hier zügig machen. Da sind noch ganz viele Wölfe. Eieiei. Trauen sich aber momentan nicht an mich ran. Ich in Ruhe den Schatz plündern hier. Wo ist er denn, der Schatz? Pusteblume. So, hingeschmierte Notizen, ein Sattel, Kronen, dreckiges Geld. Lies den Brief, den du gefunden hast. Okay, den machen wir da mal. So. Okay. Setzt die Hexersinne ein, um den Schatz der Banditen zu finden. Ja, das ist ja mal kein Thema, oder? Schutzschild wieder an. Machen die Wölfe nochmal platt. Die Wölfe sind mittlerweile echt. Nicht, dass die Wölfe ein Problem gewesen wären. Das ist noch der Warg. Aber auch der ist nicht so das Thema. Ich muss eigentlich mal gucken, wie viele Erfahrungspunkte die bringen. Ich glaube so 2 oder so. Aber auch Kleinvieh macht Mist. So, 100 Schritt. Bis zum Schatz der Banditen. Hoffentlich ist der auch vernünftig, der Schatz. Oh, hier werde ich beschossen. Von wo kommt das? Ah, von hier. Ja, ich komme über euch. Wie ein... Ich wollte doch nicht die Gedanken beeinflussen, um die Schildträger sofort platt zu machen. Das ist übrigens eine gute Taktik, Leute, wenn ihr gegen die Schildträger kämpft. Hier so. Und dann könnt ihr die auseinanderhacken, weil die dann die Deckung fallen lassen. So, einer ist noch da. Wir ziehen dir die Haut. Mehr rüber. So, der ist jetzt erst mal hin. Ein Schlag und sie waren. So. Oh, guckt mal, hier gibt es ohne Ende Zeug. Dunkeleisen. Vielleicht haben die auch hier dieses Alchemistenpulver, was ich brauche. Das wäre extrem geil. Wenn ich das Monsternest auch zerstören kann. Oh, komm, Gera, kannst du dich nicht ducken und da durchgehen? Und schon wieder Wölfe in der Gegend. Anderes Gefiechers gezeugt. So, hier sind auch ganz viele Sachen. Alchemistenpulver, ich glaube, das war doch das, was wir brauchten. War es nicht das, was wir brauchten? Ich werde das gleich testen. So, hier Alchemie. So, Katze. Nein, wir brauchten Salpeter. Salpeter. Oh, für beides. Okay, schade. Ja, vielleicht finden wir das ja noch da unten. Da oben ist auch noch ein plünderbare Leiche. Kleiner Knüppel. So. Bisschen mit den Kerzen rumspielen. Jägerstiefel.
Fläschchen und Brot. Okay. Thema Jägerhandschuhe. Fistech. Ah, okay, das waren also schon ein bisschen Drogen, die da hier. Okay, hier ist auch noch Zeug. Fistech und Geld. Bärenfelle. Alchemistische Paste. Können wir irgendwo Salpeter drin sein? Komm, Salpeter. Nein, Zwergenschnaps. Alchemistische Paste. Naja, schade, schade. Weltkarte. So, da können wir jetzt nochmal hingehen. Da sind auch noch Gegner in der Nähe. Wölfe. Für so lange Reisen bin ich sonst so zu weit. Gibt's Drachen? Oder weitergehen. Das ist ein bisschen nervig hier. Irgendwie will der mich die ganze Zeit hier irgendwie. Ich muss weiter. Langer Weg. Ah, noch ein versteckter Schatz. Alchemistische Paste. Aber es ist immer noch kein Salpeter. Zwergenschnaps. Notizen. Seltsam. Ja, in der Tat. Telefon. Nichts Wichtiges. So. Notizen. Das ist, glaube ich, der Hinweis auch auf die... auf diese Sachen, die es an der Mühle gab. Aber die haben wir ja schon. Da hinten hat er die Mühle beobachtet. Okay. Zwergenschnaps. So, und irgendeiner hat ihn dann hier kaputt gemacht. Hallo? So. Na, kommt er zu mir? Traust du dich? Tatsächlich. So, der Wag ist noch da. Und seine Kollegen auch noch. Mehr Wag. So. Weltkarte. So, hier haben wir alles. Hier hinten ist noch ein nicht erkundeter Ort. Da müssen wir noch hin. Plötze! So, Schwert können wir wegschicken, glaube ich. Das ist so weit weg. Du hast das Ende der Welt erreicht. Das haben sie ein bisschen merkwürdig gemacht, finde ich. Ja. Einerseits kämpft man hier.
mehr Plätze. Ein bisschen weg vom Ende der Welt. Ein Wolf. Den abschießen. Na gut, diese Armbrust da, die macht echt so gut wie keinen Schaden. Ich glaube, die war nur gut dafür, den Greifen irgendwie aus der Luft rauszuholen. Also, wie gesagt, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht wieder ans Ende der Welt kommen. Strange gemacht. So. What is this? Ah. Jetzt noch Schöllkraut. Und, was war das? Das ist aber nicht Salpeter, ne? Nein, das sind natürlich Nirnwurzblätter. Öffnen. So, was haben wir denn hier? Ghule. Ach, das ist das Schlachtfeld. Und noch so ein Monsternest. Das ist noch ein Ort der Macht. Ein Ghule-Nest. Ich muss es zerstören. Ja, kannst du nicht spielen, weil das weißt du doch. Fähigkeitenpunkte erhalten. Ich würde viel lieber Salpeter erhalten. Du hast nicht die richtige Bombe. Ah, ja, ist schon klar. Oh, hier gibt's Zeug, massig Zeug. Den Toten hier auf dem Feld. Aber kein Salpeter. So, aber hier vorne war irgendwo so ein Schild. Vielleicht können wir da irgendwie mal zur Stadt zurückreisen. Ah, zu der Kräuterfrau, die hat doch bestimmt Salpeter. Hm, hier müssen wir auch irgendwann mal runter, aber die Kräuterfrau war hier vorne. Hier, ne? Genau. Reisen wir da per Schnellreise hin. Auf der richtigen, auf dem richtigen Weg? Nein, natürlich nicht. Unsere Orientierung ist nicht die beste. Pflanzen aus dem Garten wieder ausrupfen, damit die auch schön weiß, dass wir auch hier waren. Pflanzt ja eigentlich nur für uns an. Müsst ihr ja auch so sehen, ne? So. Hallo. Ja? Hast du Salpeter? Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Jetzt gucken wir doch mal. Was hast du denn hier? Zerriebene Perle. Mondscherben. Das müsste ja irgendwie so ein Pulver sein, ne? Salpeter! Zack, kaufe ich direkt alles ab hier. So, und was brauchten wir noch? Brauchten irgend so ein Bier. Das brauchten wir auch, glaube ich. Ah, nicht genug Münzen. Schade, schade. Aber komm, hier können wir ein bisschen Apfelsaft verkaufen. Und hier das Zeug. Und das Zeug. Haben wir sonst noch irgendwas, was die gerne haben möchte? Hier Ghoulblut. Und hier Pusteblumen. Dann können wir uns das doch mitnehmen hier, oder?
So, zack. Was haben wir hier oben noch? Für Zwergen Schnaps, aber ist ganz schön teuer, Alter. Guckt euch das mal an. Trollabsud. Und für weiße Möwe. Rezept zur Alkoholherstellung. Ah, aber dafür haben wir nicht genug Knete. Dafür haben wir nicht genug Knete, Leute. Da müssen wir erst noch ein paar Hexeaufträge machen. Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. So, leb wohl. Leb wohl. So, dann können wir jetzt hier... Müssten wir jetzt die Bomben herstellen können. Zack. Und die Kartätsche auch direkt. Zack. Kommt Katze, können wir auch direkt herstellen. Und einen weißen Honig auch. Weil, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, wenn man die Tränke einmal hergestellt hat, dann behält man die und man füllt die mit diesem Alkoholest hier immer wieder auf, wenn man das denn hat. Wenn man rastet. So, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das heißt, wir können jetzt auch die Ghoul-Nester zerstören. Und werden denn das jetzt auch mal in Angriff nehmen. Weltkarte. Müssen wir mal zurück hier zur Sägemühle. Na. Ey, bin ich jetzt zu blöd, da drauf zu drücken oder was? Hier, Wegpunkt platzieren. Nein, nicht da. Da. So. Ohne die Wegpunkte wäre der Koali total verloren. So. Hey! Hier vorne war noch irgendein Fragezeichen, das wollte ich mir auch noch angucken. Über die ganzen Rehe hinlaufen. Ah, Ghule, Ghule! Machen wir sie platt, die Ghule. Mehr Ghule? Da ist noch einer. Mehr. Komm schon, komm näher. Genau. Oh, was passiert jetzt? Leute kommen wieder und besiedeln das Dorf. Ha, ein schönes Gefühl. Ja. Ich sammle euch hier mal die Monsterhirne vom Boden auf. Ne? Damit könnt ihr ja nichts anfangen. So. Und da ist sogar ein Händler jetzt hier. Der macht mir doch bestimmt einen guten Preis. Sei gegrüßt. So, zeig mir mal her. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Hier, kannst du den ganzen Crap hier haben. Nee. Weg damit. Okay. Jetzt hat der Händler auch kaum noch was hier. Der hat aber auch nichts anzubieten. Was hat er denn da? Reines Silber. Könnten wir für das Schwert gebrauchen, aber es ist echt teuer. Leb wohl. So, Inventar. Wir hatten jetzt hier neue Stiefel und eine neue Hose. Die Sei alten gegrüßt. Verticken wir direkt mal wieder an denen. Ich. Zack, zack. Leb wohl. Leb wohl. So, und hier haben wir eine Rune. Die können wir auf die Stiefel draufpappen. Sehr gut. Danke für alles. Ja, kein Thema. Schau mich nicht so an. Warum nicht? Na, der mit den Katzenaugen. So. Schnell reisen. Dann können wir jetzt hier vorne mal endlich diese Nester zerstören.
Wo war das denn noch? Hier ganz rechts. Hier ist ein Nest. Es steht auch Plötze noch rum. Können wir uns direkt mal markieren, das Nest. Dann hier den Schnellreisen. So. Jetzt geht es euch in den Kragen. Mitten in der Nacht werde ich euer Nest zerstören. Weil hier. Magie. Ein Ort der Macht. Ja. Hier, zack. Und Abstand. Und Kaboom. Boom. Und dann kommt noch ein Ghoul. Erstmal anzünden. Oh. Nochmal 75 Erfahrungspunkte. Das ist echt nicht wenig. So. Komm, hier kriegen wir noch ordentlich Zeug hier auf dem Schlachtfeld. Hier unten ist noch ein Fragezeichen. Hier oben mussten wir immer noch irgendwo ein Monster-Ding zerstören. Hier oben. Von hier aus dann nach oben reiten. Okay, also erstmal zurück zur Brücke. Schwert können wir wieder wegstecken. Nein, wegstecken. Wäre halt. So. Und wieder hier nach drüben zur Mühle. Und dann müssen wir eigentlich nur Richtung Norden. So, das ist ein Pferd. Das ist jetzt unser Pferd. Na komm. Kann ich hier nicht aufsitzen? Warum kann ich hier nicht aufsitzen? Das ist ja scheiße. Hier wollen wir hin zum Monsternest. Das ist in diese Richtung. Holen wir halt unser Pferd. Wo ist das Pferd? Da, hier, Plötze. Oh, was hast du denn da mitgebracht? Hast du Leute mitgebracht? Hallo? Ich bring dich um. Ein Deserteur. Tötet ihn, haltet ihn, werft ihn in den Graben. Zack, 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 zack. Ja, komm, mit deinem Pfeil brauchst du mir gar nicht ankommen hier. So, hier, zack. Ein Schwert ist fast kaputt. Na komm schon. Aha, bam. So, hier du. Jetzt bist du dran. Na, wer hier dran ist, werden wir jetzt mal sehen. Hey ho! Zack! Jawoll! So, wir hatten uns doch hier so ein Reparaturset mitgenommen. Da. Ah, da können wir nur Rüstung mit reparieren. Das ist ja nicht so geil. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall einen Schmied suchen, bevor wir irgendwie Großes machen. Und uns unser Schwert mal reparieren lassen. Was ist das Zeug? Hier wäre sein Peter gewesen. Sehr gut. So, ich hoffe mal, das Schwert hält noch ein bisschen. Wisst ihr, was wir machen zur Sicherheit? So, da die Stahlwaffe. Guck mal, hier ist noch ein anderes Schwert.
die Axt, das Handbeil ist sogar noch besser. Nehmen wir das Handbeil, oder? Macht 40 bis 48 Schaden. Komm, nehmen wir ein Beil. Zack. Ist, kommen wir nicht in die Bredouille hier, irgendwas kaputt gehen zu lassen, während wir hier auf Monsterjagd sind. So, das Nest machen wir jetzt nämlich. Noch kaputt. Also Ghule in der Lege kann eigentlich niemand gebrauchen. So, das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Kennen wir doch schon. So, jetzt machen wir erstmal das Ghoul-Nest kaputt. Da auch noch ein Ghoul raus? Anscheinend nicht. Okay. Dann zurück zur Plötze. Hier war irgendwas. Ein Baum drin. Ha! Da ist ein Ghoul. Kommst du denn her, Junge? Komm schon! Wollte gerade sagen, ist denn hier auch noch Geld in dem Baumstumpf? Krass, hier sind überall. Ist in den Baumstümpfen ist Geld? Krass. Sollte hier ständig mit Hexersinn rumlaufen, dann findet man vielleicht auch noch coole Sachen. Ne? So. Hm, das kennen wir ja auch. Ein Ort oben der Macht. Was vielleicht? Hm. Nicht wirklich. Haben wir ja schon alles erkundet hier. So. Hallo Plötze. So, und dann machen wir hier auch einen Cut und gucken uns dann beim nächsten Mal. Wo gehen wir denn dann hin? So, hier haben wir jetzt ja schon alles. Dann werden wir hier zur Weggabelung zurück. Ich glaube, das machen wir jetzt eben schnell noch. So, wo ist hier das Schild denn hin? Vorne. Zack. Rüber zur Weggabelung. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Have fun, euer Koali. Tschüss.